Lena. In Bergen ist ein Mädchen mehr als bei uns. Das heißt, einer der Jungs bekommt die Adresse eines Mädchens. So schlimm wird es ja wohl nicht werden. So, und jetzt kommt nach vorne. Hier die Mädchen und da die Jungs. Hoffentlich kriege ich kein Mädchen. Ein Junge. Du mach schon. Wie kriege ich das Mädchen nicht? Mädchen? Ja, lieber ein Junge als Mädchen. So, und wer von den Jungs hat nun die Adresse des Mädchens? Dicke, du kannst mir gleich mal helfen. Wie war es in der Schule? Ach, prima. Dann ist da noch die fette Frieda. Meine Mutter will, dass ich sie wieder aussetze. Aber ich glaube, es gefällt ihr ganz gut bei mir. Mein Freund Manfred hält seine Tauben oben auf dem Stadtturm. Er ist dort so was wie ein Museumswärter. Er hat mir alles über Tauben beigebracht. So, so, Mädchen. Hab ich schon Pech gehabt. So ein Ärger. Au. Und, bist du schon einfach? Nö, noch nicht. Aber vielleicht morgen. Ja. Hey, du Wetter! Schade!
Lieber Dirk, ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut. Mir macht es nichts aus, dass du ein Junge bist. Ganz im Gegenteil. Was du von deinen Tauben schreibst, finde ich ganz toll. Die Fliege ist für Frieda. Liebe Grüße auch an deine Eltern und an Manfred. Grüße? Wieso Grüße? Was hast du denn von mir erzählt? Na, alles, was mein Mädchen so erzählt, das weißt du doch. Nee, eigentlich nicht. Liebe Lena, Manfred hat mir eine seiner besten Tauben geschenkt. Warte mal, wie ich sie genannt habe. Mit L fängt's an. Vorne im Briefkasten. Warum? Darum. Geschickt? Echt? Was denn? Hab ich Frieda gegeben. Wieso Frieda? Da holst du doch. Ey! Pass bloß auf, dass du nicht stecken bleibst. Au! Hast du wieder zu viel fressen, du Fettarsch? Ey! Fiesling! Werd ja nicht frech, Dicker. Schickst du jetzt auch ein Foto von dir, Dickerchen? Was? Das war lieb schon da.
abends fahrt ihr nicht rüber und besucht die Klasse drüben, wäre das besser. Aber teurer. Bleibt ihr nicht mit Ferien, sagt Herr Winter. Und du sollst nicht mehr schlafen? Du hast gesagt, du fährst im Ferien zu Onkel Werner. Hä? Oh Mann, du musst doch vorher mal ganz schön was machen. Wieso was machen? Das ist nicht gut genug? Das andere ist gewöhnt drüben, sag ich dir. Aber wir finden es doch hier auch in Ordnung. Du vielleicht. Und jetzt? Was, Papa? Papa hat nichts zu sagen. Mama. Na gut. Danke, Mama. Aber du musst mithelfen. Helfen bei was? Meine Eltern sind natürlich einverstanden. Sie freuen sich schon auf deinen Besuch. Ich natürlich auch. Schick doch einfach ein neues Foto und setz es mal versehen. Puh, mal versehen. Dirk, du hast schon so lange nicht mehr geschrieben. Warum? Ist irgendwas? Da ist doch was. Wenn alle in der Schule ist, irgendwas ausgefressen? Was ist denn los? Na komm, spuck's aus. Ich will nicht, dass Lena kommt. Warum denn nicht? Pass mal auf, wenn wir hier das alles fertig haben, dann sieht das picobello aus. Da wird deine Lena staunen. Na komm. Nicht deswegen. Weswegen denn? Lena denkt, ich bin Chris. Ich habe ihr ein Foto von Chris geschickt. Von Chris? Wieso das denn? Ich hab mich nicht getraut, weil die immer so Witze machen. Fettarsch und so. So wie du bist du in Ordnung, hörst du? Warum hast du mir kein Bild von mir geschickt? Da würde ich jetzt staunen, wie dünn du bist. Das stimmt. Bild von dir.
Mensch, Dicky. Lena und du, ihr schreibt euch jede Woche lange Briefe. Da ändert so ein komisches Foto nichts dran. Du bist aber dasselbe. Oder Quatsch. Kann die Lena nicht abholen, dir alles erzählen? Nein. Aber vor all den anderen in der Klasse kann ich ihr das nicht sagen. Die sollen nicht dabei sein. Du machst es schon. Ich dachte, es wäre schon später. Das ist mir aber peinlich. Ja, Frau Brückemann. Das ist die Kollegin aus Bergen. Guten Tag. Und das ist Lena. Hallo, Dicky. Ich bin jetzt Mutter. Tag. Tja, wir sind leider schon spät dran. Wir sehen uns ja Samstagnachmittag. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo ist Dirk? Kannst du ihm sagen, wo Dirk ist? Nein. Bist du der Bruder von Dirk? Nein. Nein, ich bin der Dicky. Und wo ist Dirk? Naja, also das ist so, der Dirk, der braucht noch ein bisschen. Dirk, so geht das nicht weiter. Du wirst dir jetzt sofort die Wahrheit sagen. Ja, aber warum war das so blöde? Ich muss nur noch einen richtigen Moment abwarten. Naja, du wartest und wartest und es wird immer schlimmer. Preis für seine Tauben gemacht? Kann sein. Du bist nur mehr für Sport, ne? Ja. Finde ich toll, wenn einer gut im Sport ist. Na, herzlich willkommen. Tag. Habt ihr beide euch schon ein bisschen beschnuppert? Die beiden wollen gerade einen kleinen Rundgang machen. Vielleicht könnt ihr dann Eis essen. Ja. Da sind ja die Tauben. Ist Lena auch dabei? Ja. Wollen wir mal hochgehen? Ich muss sie sowieso noch füttern. Klar, gerne.
Na also. Das hier ist Lena. Darf ich auch was geben? Ja. Ja. Weißt du, was das ist? Nee. Das ist eine Klingelanlage. Die habe ich selber gebaut. Wenn ein Wettflug ist, dann stelle ich das Ding an. Wenn die Tauben dann hier durchkommen, sagt es hier Klick. Und in meinem Zimmer klingelt es dann. Ist ja super. Und das hast du gebaut? Mhm. Finde ich ja nett. Nett? Wieso? Naja, Dirk hat mal geschrieben, dass du Tauben blöd bist. Ist doch nett, wenn du trotzdem sowas baust. Eine Sackgasse. Ja, das ist die älteste Sackgasse. Die gibt schon ganz lang. Wollen wir nicht mal zum Turm? Nee, der dazu. Was ist das hier? Hier ist der Kohlenhof. Kohlenhof? Ja, mein Onkel hat hier früher mal gearbeitet. Warum sagst du nicht gleich, dass du keine Lust hast, mit mir rumzugehen? Wieso? Immer wenn jemand kommt, gehen wir woanders lang. Du willst bloß nicht, dass uns einer sieht. Quatsch. Dirk sagt, du findest Mädchen doof. Dirk, immer du mit deinem blöden Dirk. Hier ist nur einer blöd und das bist du. Alles klar. Das sind wir noch nicht. Die kann mich nicht leiden. Das ist doch Quatsch. Die kann mich schon leiden. Und vielleicht nicht das, was du hier vorspielst. Versteckt bloß, um mich zu ärgern. Chris? Wieso Chris? Wieso Sport? Zu drauf hast. Na und? Muss man denn gut sein im Sport? Aber du bist wie alle anderen. Du bist gemein. Und du? Du benimmst dich wie der letzte Arsch. Ja, sag doch. Fettarsch. Du hast ja eine Meise. Verdammter Mist. Thank you.
Hey, Sissi, was ist los? Ach, Mensch, Junge, das scheint aber eilig zu sein. Stimmt auch, los, Herr Trainer. Ja, schnell kommen. Lieber Dirk, oder soll ich lieber Dicky sagen? Bitte, bitte, beeil dich. Liebe Lene, wir fangen noch mal an. Ganz von vorn, um 4 am Turm. Bitte komm, dein Dicky Dirk. Meinst du, sie kommt noch? So merkst du das? Ja! Aber die sind im Koffer. Und da ist der Bus. Mensch, beeil dich, Dicky! Auf Dicky zu mir sagen. Ist das dein Koffer da?